Hi Leute, heute habe ich wieder einen schönen Rezeptwunsch für euch. Und zwar hat sich der Krizobär eine Lasagne ohne Tofu gewünscht. Und ja, Lasagne habe ich schon mal gemacht. Und die war auch, meine ich, ohne Tofu. Die findet ihr, wenn ihr hier klickt. Außerdem haben sich noch die Lilo R und die Elenia eine Spinatlasagne gewünscht. Und deswegen dachte ich, erfülle ich mal diese drei Wünsche und mache heute eine Spinatlasagne. Los geht's! So, für die Spinatlasagne machen wir erstmal eine schöne Bechamelsoße. Dafür habe ich hier 75 Gramm Margarine. Die könnt ihr erstmal in einem Topf zum Schmelzen bringen. Und sobald die Margarine geschmolzen ist, könnt ihr 75 Gramm helles Mehl dazugeben. Ich habe jetzt hier helles Dinkelmehl. Und das Ganze einfach verrühren. Jetzt könnt ihr die Hitze reduzieren und das Ganze ein paar Minuten anschwitzen, damit der Mehlgeschmack verloren geht. So, das waren jetzt ca. 5 Minuten. Das sollte auch reichen. Die Hitze könnt ihr jetzt wieder hochschalten. Und dass das jetzt fertig ist, merkt ihr so ein bisschen daran, dass es so ein kleines bisschen kriselig wird. Und an einigen Stellen weiß wird, wenn ihr mal kurz nicht rührt. Dann braucht ihr jetzt 750 ml Sojamilch. Und die gebt ihr jetzt ganz einfach nach und nach in den Topf. Und rührt das immer zwischendurch schön glatt. So, wenn sämtliche Sojamilch drin ist, könnt ihr das Ganze nochmal aufkochen lassen. Immer ein bisschen nebenbei rühren. Und ihr könnt es auch schon mal würzen. Mit 1-2 Teelöffeln Salz. 0,5-1 Teelöffel Muskatnuss. Und ein bisschen Pfeffer. So, wenn die Soße dann nochmal gekocht hat, dann könnt ihr sie einfach vom Herd nehmen. Und erstmal beiseite stellen. So, dann geht's ans Gemüse. Ich habe hier natürlich den Spinat, 200 Gramm. Dann ungefähr 400 Gramm Zwiebeln und 100 Gramm Pilze. Und die Pilze könnt ihr schon mal in dünne Scheiben schneiden. Genauso wie die Zwiebeln. Einfach halbieren und dann in ganz dünne Scheiben. Und auch die dann in eine Schüssel geben. Und den Spinat könnt ihr mit Stiel natürlich einmal einfach grob schneiden. Dass ihr vielleicht solche mundgerechten Stückchen habt. Dann braucht ihr eine tiefe Pfanne oder eine Wokpfanne mit ungefähr 3-4 Esslöffeln Olivenöl. Da könnt ihr schon mal die Pilze reingeben. Die könnt ihr erstmal eine Minute schön anbraten. Dann könnt ihr schon die Zwiebeln dazu geben. Die Hitze könnt ihr ein kleines bisschen reduzieren und dann wird das beides schön angebraten, bis es auch ein bisschen Farbe bekommen hat. So, nach 5 Minuten sollten die Pilze und die Zwiebeln schon gut Farbe genommen haben. Dann könnt ihr jetzt einen Teelöffel Salz dazu geben. Dann könnt ihr den Herd ausschalten. Und gebt ungefähr 100 ml Wasser in die Pfanne. Geht das Ganze einmal unter. Und nehmt die Pfanne dann ganz einfach vom Herd. Dann habe ich hier 50 Gramm Paranüsse. Und wenn ihr keine Paranüsse habt oder nehmen wollt, könnt ihr auch stattdessen Walnüsse benutzen. Die könnt ihr einfach einmal grob durchhacken, also dass ihr noch grobe Stückchen habt. Dann machen wir noch die Käsesoße. Die mache ich jetzt im Omniblend. Ihr könnt aber wie immer auch einen Pürierstab nehmen. Dafür braucht ihr erstmal 300 ml Sojamilch. Dann nochmal 50 Gramm Paranüsse oder Walnüsse, wenn ihr die lieber nehmen wollt. Und 100 Gramm Cashewkerne. Dann noch 3 Esslöffel Hefeflocken. 0,5-1 Teelöffel Salz. Und 0,5 Teelöffel Kurkuma für die gelbe Farbe. Und das Ganze könnt ihr jetzt zu einer schönen feinen Creme pürieren. Und fertig ist eure Käsesoße. So, damit habt ihr im Grunde alles, was ihr braucht. Wir können also jetzt die Lasagne schichten. Euren Ofen könnt ihr auch nebenbei jetzt schon mal auf 180 Grad vorheizen.
Als erstes gebe ich jetzt mal ein bisschen von der Soße auf den Boden und verteile die ersten Lasagneplatten darauf. Auf den Platten verteilt ihr dann etwas von euren Zwiebeln und Pilzen. Außerdem ein bisschen Spinat und ein paar von euren gehackten Paranüssen oder Walnüssen. Darüber dann wieder ein bisschen Soße verteilen und das Ganze immer so weiter in dieser Reihenfolge. In der zweiten Schicht könnt ihr auch schon alles an Spinat drauflegen. Denn der sollte nicht unbedingt am Schluss oben liegen. Auch die Paranüsse könnt ihr jetzt alle verteilen. Dann auf der letzten Lasagneplattenschicht eure letzten Zwiebeln verteilen. Darüber gleich nochmal eure Bechamelsoße. Ihr werdet wahrscheinlich nicht alles von eurer Bechamelsoße brauchen. Dann könnt ihr das Ganze nochmal ein bisschen andrücken und zum Schluss eure Käsesoße darüber verteilen. Davon habe ich jetzt auch ein bisschen viel gemacht, das macht aber gar nichts. Die hält sich auch ein paar Tage im Kühlschrank und ihr könnt damit alles Mögliche überbacken. Dann gebe ich jetzt einen Deckel auf meine Auflaufform und dann backe ich das Ganze bei 180 Grad. Eine halbe Stunde mit Deckel und dann nochmal eine Viertelstunde ohne Deckel. Wenn ihr jetzt keine Auflaufform mit Deckel habt, dann backt das Ganze einfach mit ein bisschen weniger Temperatur bei ja, ungefähr 165, 170 Grad und müsst ihr halt ein bisschen gucken, dass das Ganze nicht zu dunkel wird. So, das war jetzt insgesamt eine Dreiviertelstunde. Schauen. Da sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, können wir die Lasagne mal anschneiden. Und schon habt ihr eine wunderbare Spinatlasagne. Und ja, die Soße ist ein bisschen flüssig geworden. Das liegt unter anderem auch daran, dass der Spinat einfach ein bisschen Wasser lässt. Um das auszugleichen, könnt ihr vielleicht zu Hause ein bisschen weniger Sojamilch in eure Bechamelsoße geben. Vielleicht nicht 750, sondern so 600 Milliliter. Dann wird das Ganze auch ein bisschen kompakter werden. So, mal kosten das Ganze. Also ich finde, sie schmeckt wirklich wunderbar und auch richtig schön kräftig nach Spinat. Was ihr zu Hause auf jeden Fall mal probieren könnt, ist die Bechamelsoße ganz wegzulassen und einfach ein bisschen mehr Zwiebeln und Pilze und ein bisschen mehr Spinat zu nehmen und das dann so zu schichten. Und ja, das denke ich könnte auch eine ziemlich kompakte Variante ergeben. Ja, auf jeden Fall danke ich euch dreien für den schönen Rezeptvorschlag. Und wenn ihr noch andere Vorschläge habt, was ich mal veganisieren soll oder welche Rezepte ich mal ausprobieren soll, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare und dann sehen wir mal. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.